begrüße Sie zu unserer Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Ich begrüße die beiden Trainer Jens Rasiewski und Thorsten Lieberknecht hier bei mir auf dem Podium, wie unsere Gäste in den Businessbereichen. Ja, dann darf ich Sie gleich um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, ein Spiel hat einen Ausgang genommen, wie das häufig im Fußball so ist. Die etwas spieldominantere Mannschaft schafft es nicht, ein Tor zu schießen, und danach werden am Ende doch die Spiele auch entschieden. Das hat Braunschweig heute deutlich besser gemacht, deswegen Glückwunsch zum Sieg. Leistungsmäßig kann ich meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, beziehungsweise auch ein Kompliment, aber wir müssen auch uns kritisch hinterfragen, wenn man so viele Torchancen hat, dann ist es auch an der Zeit, auch davon eine zu nutzen. Ich bin eigentlich zufrieden insgesamt mit der Leistung. Auf die Dinge, die wir gut gemacht haben, müssen wir auch aufbauen in der nächsten Zeit oder fürs Spiel schon am Dienstag. Und ansonsten, viel mehr fällt mir im Moment zu dem Spiel eigentlich auch nicht ein. Vielen Dank. Thorsten, wie fällt dein Fazit der abgelaufenen 90 Minuten aus? Ja, dass wir wie so oft in dieser Saison jetzt oder in diesem, ich würde sagen, fast Jahr, immer mit Dingen konfrontiert werden, die ein eh schon schweres Spiel noch schwerer machen. Heute hatten wir wieder die Situation, dass wir harte Prüfungen überstehen mussten. Nicht nur eben die dominante Art der Bochumer, sondern auch wieder die Situation, dass wir früh auswechseln mussten, ähnlich wie gegen Pauli, heute auch wieder. Und das macht so ein Spiel dann sehr schwer. Wir hatten heute, fand ich, die ganz große Leidenschaft, uns eben auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir hatten einen super Spielzug, der dann von Özcan Yildirim vollendet worden ist. Das war das 1-0, und der Rest war Leidenschaft, Kampf, taktische Umstellungen, um eben halt auch das Spiel so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das wurde, fand ich, in der zweiten Halbzeit besser. Es gab die Situation in der ersten Halbzeit für VfL Bochum, da wo sich der Jasifesic verletzt. Das war die richtig große Chance. Und dann gab es gefährliche Situationen, ähnlich wie wir sie hatten in Duisburg, aber nie so mit dieser letzten Konsequenz, weil wir halt auch gerade heute auch da in dem Bereich wirklich auch gut verteidigt haben. Mit diesen Dingen, die eben momentan dazugehören, harte Prüfungen zu überstehen mit den Verletzungen. Und da sieht es wohl so aus, dass wir jetzt mit dem Joseph Bafo wahrscheinlich einen weiteren Jungen verlieren, der ja in den Stand der Langzeitverletzten wahrscheinlich kommen muss, weil er eine schwere Verletzung dazugezogen hat, ohne jetzt eine Diagnose zu stellen. Bei Jasifesic sieht es ganz ordentlich aus. Er hat allerdings auch eine komische Woche hinter sich, das hat sich schon fast angedeutet. Musste schon auch mal kürzer treten, dann gestern war er mal kurz bewusstlos auf dem Platz. Also da hat sich das irgendwie angedeutet, und das eine Leid ist das andere Freud. Deswegen ist es ja so, dass wir trotz allem nie lamentieren und freuen uns dann über das Debüt von Marcel Engelhardt, der, wie ich fand, eben halt auch gezeigt hat, dass man auf ihn setzen kann, was wir schon in den letzten Jahren gemacht haben. Und da wusste eben aber auch keiner so richtig, wer der zweite Torhüter ist. Deswegen bin ich froh, dass er heute sich mal präsentieren konnte, dass jeder weiß, dass wir einen zweiten Torhüter haben. Und ich fand, er hat es ganz sachlich und gut gemacht und mitgeholfen, dass wir das oberste Ziel, was wir heute hatten, den Sieg einzufahren, da hat er mitgeholfen. Und deswegen da auch mein Kompliment, man hat es heute gemerkt, ich glaube, das ganze Rund hat mitgeholfen, hat der Mannschaft Unterstützung gegeben und vor allen Dingen auch unsere Südkurve, die heute gezeigt hat, warum wir sie ja in den letzten Wochen auch vermisst haben. Jens, dir, denke ich, trotz allem Glückwunsch zu diesem Auftritt, auch wenn du nicht zufrieden bist mit dem Ergebnis, das kenne ich, aber das, was du da jetzt in den zwei Spielen gezeigt hast, finde ich, ist mehr als lobenswert und zeigt, dass auch wir einen guten Trainerlehrgang hatten. Ja. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Frank Vollmer von Regionalsport. Thorsten, war so ein Spiel jetzt auch mal nötig für die Psyche, für die Seele? Ja, nötig ist sowas nie. Also wünscht sich auch, dass man höher gewinnt, dass relativ früh Schicht im Schacht ist, und das ist aber sehr schwierig in der zweiten Liga. Aber wenn man das Spiel Pauli sieht,
das Endergebnis. Und wenn man eben heute das sieht, spielerisch mit Sicherheit, das wissen wir, keine Glanzleistung, aber die Basics, die wir schon in Duisburg abgerufen haben, dann mit einem Dreier zu beenden, das hilft. Hilft erstmal wieder vernünftig in die Woche reinzugehen und dort eben zu versuchen, das nächste Spiel vorzubereiten. Aber ich glaube, die Jungs sind genauso wie wir auch jetzt erstmal erleichtert, dass wir diesen Dreier eingefahren haben. Du sagst, der Sieg war wichtig. Ihr habt in der zweiten Halbzeit dann Kontersituationen gar nicht mehr richtig ausgespielt. War das Ansage oder kam das aus dem Spiel heraus? Nee, es gab schon die ein oder andere Kontersituation, aber wir treffen falsche Entscheidungen dann. Also angesagt, dass wir nicht mehr aufs andere Tor spielen wollen, das gibt es bei mir nie. Aber es gibt eben die Situation, dass du Jungs auf dem Platz hast, die halt auch so ein bisschen jetzt in eine Situation reinkommen mit den Langzeitverletzten, dass sie gefordert sind, Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist ja auch was, das müssen die Jungs auch erstmal lernen. Und dann gibt es solche Situationen. Ich denke, die Größte hatte Louis Samson, als er in der Kontersituation, da spielen wir es mal gut aus, dann noch abgebremst wurde. Und wir hatten den Lattentreffer, ja, der in der zweiten Halbzeit auch von Özkan Yildirim, der hilft dann auch mal, dass es ein bisschen ruhiger wird. Aber Ansage, dass wir keinen Konter spielen sollen, wenn du verteidigst, das wird auch nicht passen. Weitere Fragen. Nennen Sie uns einmal kurz Ihren Namen und das Medium, bitte. Philipp Rentsch von Westline aus Bochum. Zwei Fragen an Herrn Rasiewski. Zum einen, Sie haben sich heute für Maxim Leitsch entschieden, anstelle von Felix Bastians. Vielleicht erklären Sie das kurz. Und das nächste Spiel steht ja schon am Dienstag gegen Paderborn an. Wie schaut jetzt der Vorbereitungsplan bis dahin aus, um die Mannschaft auch wieder fit zu bekommen? Die Entscheidung für diese Aufstellung resultierte ja aus der Leistung der letzten Woche und aus den Trainingseindrücken, die wir so gesammelt haben. Und natürlich auch angepasst auf die Stärken der Braunschweiger, war das für uns so in der Konstellation die beste Lösung. Die zweite Frage, wir müssen jetzt halt zügig nach Hause kommen, die Spieler auch mental und auch körperlich gut regenerieren, und dann geht es eigentlich ab Montag schon wieder in sich gedanklich auch einzustellen darauf, was erwartet uns gegen Paderborn, welche Lösungen müssen da erarbeitet werden, um auch da nicht nur eine gute Leistung, sondern auch ein gutes Resultat dann mitzubringen. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Ich gucke nochmal in die Runde. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann habe ich noch die anderen beiden Ergebnisse. Holstein Kiel, Arminia Bielefeld 2-1 und Union Berlin Greuther Fürth 3-1. Ich sage vielen Dank, wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.